Das ist der Endgegner-Burger. Wieder einen neuen Besuch. Aufstehen! Hey. Junge, ich war schon um 4 wach. Warum? Und hab einfach Wasser gesucht. Hab kein Wasser gefunden, Junge. Und ride or die. Nicht right. Vergessen. Morgen, aufstehen! Irgendwer ist immer am Start. Heute wird ein sehr langer und schmerzvoller Tag. Und zwar fahre ich jetzt zum Tätowierer. Jo Leute, was geht ab? Mittlerweile ist ein neuer Tag. Ich bin mittlerweile schon zu tätowiert, wie ihr hier sehen könnt. Und die Penner sind immer noch am Schlafen. Gleiches Prozedere wie gestern. Kriegst du das gleiche Prozedere wie Marc? Fahren wir jetzt los, oder? Und es sind Sachen da. Sehr schön. United States of America. Check. Leben am Limit, ne? It's a rental, don't be gentle. Tritt mal durch, passt schon. Ist eh nur ein Leihwagen. Explodiert gleich der Laden. Naja, die haben sich hier mal wieder ein schönes Auto ausgeliehen. Also man sitzt echt tief, so. Halt hinter dem Lenkrad. Also halt von außen, also ist ja nicht so nice, finde ich, aber ja, wie man drin sitzt, fühlt sich richtig geil an, so, ja, wie ein Go-Kart. Testfahrt Audi TT. Ich glaube, du musst dich anschneiden. Ich muss mich anschneiden. Schaltwippen. Also der hat Schaltwippen, das macht Spaß. Lässt sich fahren wie ein Go-Kart, wie gesagt. Der ploppt so geil. Power ist okay, also kann man Spaß mit haben, aber nicht so richtig. Ja, hat auch leider nur 170 PS. Ja, der drückt einen halt nicht so richtig in den Sitz. Ey, wir machen nachher bei McDonald's Burger Challenge. Wer am meisten Burger essen kann. Ist dabei. Kann man machen. Und wer als erstes bricht, hat verloren. Oder gewonnen. Wir sind jetzt hier bei McDonald's. Und wir begehen jetzt eine der 7 Todsünden. Nämlich die Völlerei. Wie viel machen wir erstmal? Jeder 10 oder? Schreibt mir in die Kommentare, was der Verlierer machen muss. Der Kommentar mit den meisten Likes wird dann gemacht. Toll, dann nimmt man die Mitgurke und muss länger warten. Jetzt haben wir 20. Mag es jetzt schon schlecht? Vom Angucken alleine. Vom Angucken ist schon schlecht. Also wir essen jetzt erstmal jeder 10 und dann gucken wir, wie viel wir noch schaffen. Das ist halt eine kleine Vorspalte. Wie viel haben wir jetzt? 22:36 Uhr. Ich habe meine ersten 10 fertig. War eine schöne Vorspeise. Emil ist noch im Pokerface-Modus. Ich hab die auch noch. Bei Niki bin ich mir nicht so ganz sicher. Der ist schon am Ende und ich hole mir jetzt erstmal einen McFlurry. Ich habe mir jetzt noch hier so einen McFlurry geholt. So als Zwischendurch-Snack. Ja, 6,5 ist der 7. Und dir fehlen noch. Zu viele. Meinst du, schaffst du noch? Das kann nicht möglich. Hey, es geht immer. Oh. Also ich habe hier noch einen Cheeseburger, Chickenburger und einen Hamburger kommt noch. Die erste Erleuchtung. Wie wieder McDonald's. Hier bleibt gerade festgestellt, dass es übelst eklig ist und er das nie wieder essen will. Das ist der Endgegner-Burger. Der hat extra eine Markierung. Gekennzeichnet. Ja, damit noch jeder kennt, das ist der Endgegner. Mit dem wurde auch schon eine Fliege getötet. Auf grausame Art und Weise. Alter.
feinste Gourmet-Küche. Schmeckt nur trockenes Brot. Reaktion, so 3 Sekunden später. Jo. Ich habe meine kleine Pfanne und meine 16 Burger gegessen. Ich hoffe, ich würde sagen, wir machen morgen weiter. So, wir haben jetzt verdaut, so halbwegs. Heute fasten wir den ganzen Tag, heute gibt es nichts zu essen. Und es regnet. Das Wetter ist scheiße. Genau, es regnet hier, bevor die Scheibenwischer an, es regnet kommt. Aber es regnet sehr stark. Wir können absolut nicht ranfahren heute. Und deswegen fahren wir jetzt nach Holland. Aber wir machen nicht das, was normale Menschen in Holland machen, sondern wir gehen in den Freizeitpark. Sind Palmen. Die denken auch, die werden Hollywood. Für mich so wie im Urlaub eigentlich. Im Urlaub, ey. Nur das Wetter ist anders. Das war ganz nice. Und das hier ist das Ergebnis. Wasserbahn fahren, geht auch fit. Junge! Junge! Junge, komplett nass! Ja. Was für eine Scheiße! Ich dachte, man wird hier nicht nass. So war das nicht geplant, aber. Dreck. Also, ich könnte hier leider nicht mitfahren. Aber Marc und Niklas, die wollen das jetzt hier echt machen, weil ich muss noch in Dolle brechen. Ich habe schon mal auf der Kirmes probiert und boah, war alles vorbei danach bei mir. Ich kam mich gar nicht mehr auf mein Leben klar. Da wusste ich echt nicht mehr, wie ich heiße. Also weiß ich auch so schon manchmal nicht, aber danach alles vorbei. Was ist die nächste? El Condor. Ai, El Condore. El Condore, Bruder. Alle Achterbahnen geschafft, bis auf die Holzachterbahn, aber ich glaube, die war eh langweilig. Wir waren erst um 16 Uhr hier. Ja, also guten Run gehabt, guten Lauf. 8 Euro parken, ja, das ist eine teure Angelegenheit, wo? Du kommst auch dran vorbei. Was? Was so? Ja. Sieh durch jetzt. Und tschüss. Yo Leute, ein weiterer Tag. Die Jungs sind zu Besuch und heute können wir endlich mal Fahrrad fahren. Das Wetter ist endlich mal wieder gut. Und ich habe hier einen neuen Helm von TSG. Und der ist in so einer Jeans-Optik. Ist mal was anderes. Sagt mal, was ihr von dem Helm haltet. Schreibt mal in die Kommentare. Da, 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 da. Jetzt gehen wir Radfahren. Die Jungs, also der Marc Ebel, der Nico Klingenschmidt und der Nick sind da. Nico kann Frontflips mittlerweile, die anderen beiden noch nicht. Und wir wollen mal gucken, ob wir den beiden heute Frontflips beibringen können. Das wäre der Hammer, wenn die heute über den Sprung schaffen. Gucken wir mal, wie weit die kommen. Ein kleines Dickerchen. Machen wir jetzt. Wallride machst du jetzt mal. Wallride, okay. Wallride. Wallride. Und die Rampe stellen wir hinten vor die riesen Platte, die da nur angelehnt ist. Und gucken mal, wann dann Wallride machen kann. Macht das, Junge, mindestens 17 Tonnen. So, Setup ist fertig. Wer will zuerst? Ich glaube Max. Aber will sich halt abdrücken und das Ding drückt nach hinten weg. Ja, dann drück dich einfach nicht ab, dann fahren einfach aus. Aber geile Aufnahme bestimmt. Geil, Alter. Unbox. Hop 180 übers Rollbrett. Hop 180. Hop. Yo. Oh. Ja, ne. Da haben wir schon wieder woanders platziert. Jo.
Yep. Und dann oben drauf, genau. Alter, Ebel, stell dich so an jetzt. Ey, man kommt nicht mehr, als wenn du nervös bist. Ich merke, glaube ich, dass ich Angst habe ein bisschen. Komm. Jetzt ein paar China Dollar zünden. Nee, ich glaube nicht. Aber lass das erstmal ein bisschen reiten. Es läuft. Das geht gleich weiter, wenn es die Futterstelle hier leer hat. Gleich tiefer gelegt. Ich weiter nach vorne. Alter, laber doch. Oh. Ey, hört auf, Jungs! Wow! Da sind die Bullen reißen woanders! Boah! Komm, Niki. Ey, das geht wirklich! Will noch mehr? Das war genug! Jo, aber kann sich nicht mal besser. War schon lustig. Dann könnte ich einfach Brötchen holen, könnte Bier mit dem holen fahren. Wie geil wäre es, wenn ein Pferd einfach los würde. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, Ponyreiten geht auch. Geht alles. Ebel und Nick haben noch eine Mission. Nico kann schon Frontflips. Ich auch. Die beiden müssen Frontflips lernen. Ebel, normal reinspringen ist nicht. Egal. Nee, Frontflip. Junge! Yeah. Ja! Ja, übelst gut, Alter! Junge, ihr meint das nicht nach? Liegt hier, Junge, in einer Kanalisation oder so drin? Alter. Junge, Ebel, der reicht so, Alter! Nick, pressure is on! Ja, Junge! Alter, ich bin voll schreck, was hier hinten runtergefallen. Alter, weil er mit dem Vorderrad gegen das Ende vom Pit geflogen ist. Alter, du siehst deine Reifenspuren da. Krass, ey. Ja! Yeah! Perfekt! Boah, shit! Echt? Nee. Nee. Halt's Maul. Miese. Alter. Ich würde sagen, du sendest den jetzt direkt nochmal aus Redemption-Gründen. Jo, Alter. Richtig hoch. Perfekt. Das ist ganz genau aufs Frontflip gefallen. Niklas ist jetzt auch dran bei dem Spiel. Niklas probiert jetzt seinen ersten Frontflip. Ah, doch, jetzt zieht durch. Jo! Oh, shit. Alter, fast. So close, Alter. Aber gut, dass du direkt, durchgezogen hast. Du hast dein ganzes Leben in die Luft geschmissen, einfach. Also, wenn er den landet, ist er auf jeden Fall happy. Schlucklich, der gibt heute Abend aus. Happy Meal für alle dreimal. Ja, nee, McDonald's haben wir jetzt erstmal genug. Reicht jetzt mit Mc's. Außer irgendwer will challengen, dann. Dann vielleicht nochmal gegen Mark. Wow! Boah! Alle? Alles klar! Alter! Jo! Ja! Boah, boah, Junge! Alles fröd? Ja, Ziele sind noch dran. Hä? Frontflip war leider ganz knapp heute nichts. Mal gucken, vielleicht versucht das ja morgen nochmal. Und wir fahren jetzt einfach noch so ein bisschen Session. So Leute, das war jetzt sehr viel durcheinander, deswegen machen wir einfach mal einen Cut, sonst wird das Video auch viel zu lang.
aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wovon ihr mal mehr sehen wollt. Wir sind ja wie gesagt nicht immer nur am Radfahren, wir machen ja auch viele andere Sachen. Und was euch da noch so gefallen würde vielleicht. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Channel, folgt mir auch auf Instagram. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, da machen wir dann wahrscheinlich ein Game of Bike, wir haben jetzt nämlich noch mehr Besuch bekommen. Die drei Jungs sind noch da, plus noch weitere Leute aus Stuttgart. Das eignet sich gut für ein Game of Bike. Das machen wir dann im nächsten Video. Und da sehen wir uns dann. Peace. Ride for the game, buckles on the cheek. Helicopter hovering, it's high speed. Chase, drive, straight.